Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Roblox-Spiel. Diesmal eine 24-Stunden-Overnight-Challenge im Wasserpark machen. Vor einiger Zeit wurde mir nämlich dieses Wasserparkspiel vorgeschlagen auf Roblox und es sah so nice aus, dass ich das unbedingt mit euch ausprobieren wollte. Und einige haben auch schon danach gefragt, Becky, könntest du mal wieder in den Wasserpark gehen in Roblox? Jetzt ist es soweit und wir machen daraus noch eine Challenge. Ich bin mega gespannt, wie es da so ist. Wir werden versuchen, alles Mögliche auszuprobieren. Und ich werde jetzt nicht so viel labern. Wenn ihr wieder Lust habt, auf meiner Freundesliste zu landen, ich werde wieder 5 von euch adden, dann lasst mir gerne einen netten Kommentar da mit eurem Roblox-Namen und vielleicht auch weiteren Spielvorschlägen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn ihr Lust habt, dass ich mal wieder solche Challenges in Roblox mache, dann lasst unbedingt Daumen nach oben da. Bei 10.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Ich soll das mal wieder machen. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst unbedingt ein Abo da. Glocke aktivieren, Leute. Verpasst ihr auch das Video nicht. Sehr wichtig. Und ich würde sagen, let's go. Bevor wir damit starten, wir checken nochmal eben kurz die Team Becky-Gruppe aus. Unbedingt join, Leute. Wir sind nämlich schon 98.000. Schaffen wir die 100.000? Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall werde ich wieder 2 von euch grüßen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das hole ich jetzt eben nach. Und oh, hier hat jemand einen langen Kommentar hinterlassen. Die liebe Lami Emily Abba-Ock-Fan. Sei ganz lieb gegrüßt. Und ja, das ist mega lieb, was sie hier geschrieben hat. Ich wünsche, du wärst meine Schwester. Oh, mein Herz, Leute. Wirklich, bei sowas geht mir mein Herz auf. Hier ist auch wieder so ein riesenlanger Kommentar. Und zwar von Fubi-2022. Fühl dich ganz lieb gegrüßt. Und Fluffy geht's auch super. Und ich würde sagen, jetzt starten wir aber mit dem Spiel. Wow! Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, wie nice ist das bitte? Guckt euch diese Wasserrutsche an. What? Oh mein Gott, ich wünschte, ich könnte da echt eine Overnight-Challenge machen. Ich wäre sofort dabei. Sofort. Auf jeden Fall haben wir hier gleich am Anfang einen riesengroßen Flamingo. Und ich liebe Flamingos. Wer liebt auch Flamingos? Gibt es ein Flamingo-Emoji? Dann spammt mal damit in den Kommentaren. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Ab nach Splash World. Wir machen jetzt den Wasserpark unsicher. Oh mein Gott. Was ist das? Lava? Können wir mal bitte darüber reden, wie heftig dieser Wasserpark aussieht? Oh mein Gott, da oben. Da oben. Bälle. Einfach nur schwimmen, schwimmen, schwimmen. Kann ich auch tauchen? Oh, wow. Warte, kann ich nicht Badeklamotten anziehen? Gibt es hier gar kein... Ah, da. Da ist ein Umkleid. hoffentlich kann ich mir da ein Bikini aussuchen. Ich glaube schon, ne? Also ich gehe erstmal mit Klamotten ins Wasser. Das geht natürlich nicht. Welchen finde ich denn schön? Hä, den habe ich mir auch gar nicht ausgesucht. Ich will den hier haben. Nicht den schwarzen Flamingo. Warte, jetzt habe ich es an. Und? Oh, ist ganz cute. Kann man wohl anziehen. Mit Handtasche natürlich. Handtasche darf nicht fehlen. Okay, check mir mal das hier aus, den DJ-Pult. Oh mein Gott. Möchtest du Partygastgeber kaufen? Nee, das machen wir erst heute Abend vielleicht oder so. Da schmeiße ich eine Party. Abends geht's ab. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, kann ich da reinsteigen? Ich möchte ins Boot! Oh mein Gott, ich lasse mich schon wieder ablenken. Gar nicht gut. Woo, ganz alleine. Forever alone. Wie das aussieht. Auf jeden Fall dreht sich das die ganze Zeit nur im Kreis. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal wieder aus, weil es echt ein bisschen gammelig ist, muss ich schon sagen. Arbeitet der Bademeister, aber es gibt keinen. Hm, okay. Ganz normal hier. Auf welche Wasserrutsche gehe ich denn als erstes? Ich weiß es nicht. Ich glaube, auf die da hinten. Diese pinke da, die geschnörkelte. Und los geht's. Wow! Whee! Los geht's. Wow! Hilfe! Oh mein Gott, warum? Was ist los hier? Was ist los hier? Was ist los hier? Alter, geht ja richtig ab. Und plumps. Oh, hier gibt's sogar ein Sprungbrett. Oh, warum liebe ich das noch mehr als den anderen Wasserpark? Seht ihr das blaue Monster? Es verfolgt mich. Das von Rainbow Friends. Sag mir nicht, es ist hier. Sag mir nicht, es ist hier. Schritt hier, um zu drehen und zu teleportieren. Oh, wow. Oh mein Gott, wie cool. Achtung, gefährlicher Vulkan. Tunnel betreten auf eigene Gefahr. Und der pennt einfach. Der pennt einfach. Meerjungfrauen-Wahnsinn.
Okay, jetzt kann ich mich nicht entscheiden zwischen Vulkan oder Meerjungfrauenwahnsinn. Ich habe das Gefühl, dass ein Monster kommt immer näher. Okay, rutschen wir mal lieber. Und? Wow! Oh mein Gott, das geht ja voll ab! Wow! Oha! Sogar mit Wasser! Okay, ich glitsche hier immer so ein bisschen raus. Was? Das war schon? Alter, wenn das nicht nice war, der Plumps, dann weiß ich auch nicht. Wir haben schon 11.30 Uhr, obwohl gar keine Schlangen hier sind. Trotzdem geht die Zeit richtig schnell um. Okay, jetzt gehen wir aber die Meerjungfrauen-Wahnsinn-Rutsche unsicher machen. Und los geht's! Ich liebe die Farbe! Warum ist sie so langsam? Oh, jetzt geht's los. Wow! Das ist ja voll schnell! Ah! Hilfe! Ich komme gar nicht mit, so schnell ist die! Und das liebe ich ja. Oh mein Gott, guck mal, wo ich gelandet bin. Excuse me, aber das ist voll nice. Oh, Leute, guck mal. Das ist einfach mal eine Meerjungfrauenlagune. Oh, sag mir nicht, ich kann mich da reinsetzen. Oh mein Gott, das ist so cute. Ich kann nicht mehr. Das ist ja mal sowas von nice. Und jetzt unbedingt die pinke Muschel. Und ich kann mich sogar reinlegen. Oh mein Gott, ich will das jetzt gerade in Real Life haben. Du kannst mir nicht entkommen. Schnell weg hier! Hilfe! Sag mal, verfolgt er mich? Ihh, Leute! So schön! Oh mein Gott, ich wünsche mir das echt in Real Life. Und auch das Wasser schimmert so holographisch und alles. Aber das ist wirklich mein Highlight gerade bislang. Das Monster lässt mich nicht in Ruhe, ne? Was ist das? Lass mich! Okay, wir haben hier auch einmal ein Schiff. Da gehen wir jetzt mal rauf. Ich will alles hier machen in den 24... Schwebt der? Das wird aber gruseliger. Hilfe. Schnell weg hier. Der ist ja voll schnell, Alter. Wie kann der so schnell sein? Warum läuft der rückwärts? Okay, das ist verdammt gruselig, Mann. Oh, wir haben Bälle jetzt im Wasser. Hui. Ich bin verstört. Ich bin echt verstört. Der verfolgt mich wirklich. Wie liegt der da? Und tschüss. Ey, der läuft mir jetzt hinterher. Wow, ich habe einen neuen Bodyguard, Leute. Das blaue Monster. Wow, das nenne ich Entspannung pur. Hier ist sogar ein gruseliger Schädel. Total beruhigend. Und dann wird man noch so angeglotzt von diesem Monster da. Okay, ich steig mal lieber aus hier. Das wird zu gruselig. Ich glaube, ich muss mich dran gewöhnen, irgendwie verfolgt zu werden. Ja, egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf diese riesige... gelbe Rutsche, würde ich mal sagen. Wir haben es schon 14 Uhr. Oh mein Gott, ich glaube, nachts wird es so richtig gruselig. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich weiß nicht, wie ich zu der Rutsche komme, Leute. Ich bin überfordert. Der Park ist einfach zu groß. Oh, wir gehen erstmal auf die rote Rutsche. Bietet sich ja gerade an, weil es direkt auf dem Weg ist. Gott, das geht ja immer weiter. Leute, schaut euch das einfach mal an. Da gibt es ja nochmal richtig coole Rutschen da hinten. Wow. Oh, in die möchte ich auch noch gerne rein. Okay, wir gehen da auf jeden Fall mal hoch. Okay, das Monster ist verschwunden, Leute. Es hat mich jetzt in Ruhe gelassen. Ich hoffe, es bleibt so. Wow! Ist ja richtig steil hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wo bin ich? Hui! Boah, geht richtig ab hier. Oh, hier liegen sogar Diamanten. Wie nice. Und sogar eine Wasserkanone. Und wir haben es gerade mal 15 Uhr, aber ich muss noch alles gemacht haben hier. Leute, ich laufe jetzt einfach mal eine Wasserrutsche runter. Toll. Ist ja überhaupt nicht gammelig. So stelle ich mir eine Rutsche vor, wo wirklich kein Wasser drin ist. Oh, wow. Ich werde hypnotisiert. Da gibt es einen Kaffee. Kann ich mir irgendwas da holen? Ich habe Hunger. Hier zahlen. Selbstbedienungsmenü. Donuts. Vanille Sprinkle Donuts. Wow, okay, jetzt setzen wir uns hin ans Feuer. Oh, so richtig gemütlich. Kann ich den essen? Oh, lecker. Oh, ich hätte jetzt auch voll Bock auf Donut. Überhaupt nicht gesund und ich habe einfach viel zu viele, aber egal. Hier, gibt es hier noch irgendwas? Was haben wir hier noch? Heiße Getränke? Ein Kaffee oder ein Kakao? Eis. Oh, Zuckerwatte-Eis. Oh nein, ich habe alle meine Muscheln aufgebraucht für Donuts, die ich gar nicht brauche. Okay, das heißt wohl 24 Stunden nur Donuts essen auch noch. Oh mein Gott, Leute, die Sonne geht langsam unter. Es ist schon 16.50 Uhr. Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nichts geschafft hier. Also diese Challenge ist genauso peilo wie in Real Life. Ey, es verfolgt mich einfach.
Es wird nicht besser, Leute. Das ist einfach so wie in real life. Was? Wie schnell geht die Zeit bitte jetzt um? Wie, es geht schon dunkel. Nein. Denn ich bin nicht darauf vorbereitet. Leute, wir sehen den Sonnenuntergang. Wie romantisch. Und die Sonne ist schon weg. Wow, das war der schnellste meines Lebens. Okay, wir klettern jetzt hier hoch, weil ich will unbedingt auf die Regenbogenrutsche. Yeah, endlich geschafft. Oh mein Gott, jetzt kann ich mich nicht entscheiden, auf welche Farbe. Nehmen wir einfach mal grün. Und? Geht's jetzt? Hallo? Hat es geschlossen? Dann anders. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Whee. Wir laufen jetzt einfach da runter. Egal. Oh mein Gott, wir haben schon 22 Uhr. Okay, ich muss mal ganz schnell Party machen hier. So, wir hauen das mal jetzt auf den Kopf, obwohl es wahrscheinlich voll unnötig sein wird, aber egal. Okay, Leute. Partygastgeber. Und jetzt? Kann ich Musik machen? Hä, was kann ich denn jetzt machen? Ich sag mir nicht, ich habe nur Zugang hier zu dem Ding gekauft. Kann ich Musik machen? Hallo? Ich glaube, es hat nicht ganz so funktioniert. Wir haben es 3 Uhr nachts. Und das Monster ist immer noch bei mir. Hi. Und tschüss. Hey, wenn ich laufe, dann läuft es auch. Oh mein Gott. Ist es hier dunkel geworden? Oh mein Gott, wie gruselig, Leute. 3 Uhr nachts im Pool. Ah, jetzt ist wieder hell geworden. Hä, was war das gerade? Der hat jetzt rote Flügel bekommen? Ah, was ist das? Lass mich! Wie gruselig! Und jetzt wird es auch noch schwarz hier, das Wasser. Kann ich mich verstecken hier? Ah, der ist ja schon wieder hinter mir! Warum hat der jetzt solche Hörner? Das wird immer gruseliger. Okay, ich möchte jetzt erstmal hier ins Winterland gehen. Da gehe ich jetzt noch eben rein. Dann rutsche. Oh, wie süß. Die Musik ist so schön hier. Nur das Ding hier macht es gerade creepy. Sogar ein Lagerfeuer. Ich habe zwar keinen Marshmallow-Stick mit Marshmallows, aber dafür meine Poolnudel. Oh, jetzt sitzen wir hier alle. Warte, jetzt hat er auch noch ein Auge. Guckt euch den an. Ihr seht auch, der wird immer gruseliger, ne? Oh mein Gott, ich hau ab. Ich hau ab. Oh mein Gott, eine Glasrutsche oder was? Oh, wow. Wow. Was ist das denn? Wo bin ich denn gelandet? Oh, auf den Grund. Wow. Erstmal untergehen. Warte, muss ich einen Ring hier holen oder was? Einen Reifen? Kriege ich den da? Ah, und jetzt? Los. Wow. Mit dem blauen Monster! Hilfe! Hey, wir sind echt zusammen hier in der Rutsche. Oh mein Gott, wie creepy ist das? Wie, hat der noch mehr Augen bekommen? Oder sehe ich das jetzt erst? Der wird aber gruselig, er macht mir Angst. Es wird immer komischer, Leute. Ich bin jetzt mit dem blauen Monster im Whirlpool. Einfach mal eine Runde chillen, ganz normal. Wir haben es schon fast 8 Uhr, das heißt, wir haben fast die 24-Stunden-Challenge geschafft. Okay, wir gehen jetzt hier eben schnell hoch. Krabbel, krabbel, krabbel. Und rein mit mir. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Oh mein Gott, oh nein. Nein, nicht mit ihm rutschen. Geht's los jetzt hier? Was ist das? Ach so, man muss auf Go klicken. Ah! Hilfe! Sag mir nicht, der hat noch irgendwas Gruseliges jetzt noch dazu bekommen. Warum hat er so Gruselzeug an seit 3 Uhr nachts? Das ist creepy. Oh, hinten hat der auch ein Auge. Der hat jetzt noch einen Schwanz. Alter, ist er der Teufel geworden? hier gibt es ja noch mehr Rutschen. Ein Leuchtturm und... Hier kannst du mehrere Tage verbringen. Nicht nur 24 Stunden, sondern mehrere. Und übrigens haben wir die 24-Stunden-Challenge schon geschafft. Oh, hier sind so Floaties. Oh, wie nice. Okay, ich gehe jetzt hier rein und ich wette mit euch... Ja, ich wusste es doch. Er sitzt mit mir drin. Oh, wow. Super schön. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ey, seit dem Spiel habe ich echt Angst, ey. Okay, ganz normal. Oh mein Gott. Wie cool. Oh mein Gott, würdet ihr euch das trauen? Aus der Höhe? Hui. Oh, das ist nice. Oh mein Gott, das muss man mal gemacht haben. Okay, gehe ich jetzt in die gelbe oder in die blaue? Ich glaube, ich gehe in die gelbe.
Ich hab's jetzt einfach mal zufällig geschafft. Hä, wie einfach war das bitte? Wow, endlich! Endlich! Los geht's! Hui! Und? Bill! Oh, das war ja gar nicht so dolle, wie ich dachte. Toll. Ja, also das war auf jeden Fall eine sehr unheimliche 24-Stunden-Overnight-Challenge hier im Wasserpark. Ich gehe jetzt einfach mal raus, weil ich mich dezent beobachtet und verfolgt fühle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der Park ist auf jeden Fall richtig cool, Leute. Ihr müsst es mal gespielt haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb. Bye!